Hallo und Servus aus Niederösterreich und herzlich willkommen zu einem weiteren Rasseporträt bei Happy Huhn. Heute stelle ich euch das deutsche Lachshuhn vor, gemeinsam mit dem Züchter Johannes Janus. Johannes, wir haben jetzt hier einen wunderschönen Hahn und eine wunderschöne Zuchthenne. Die schauen ja auf den ersten Blick aus, als wären es zwei verschiedene Farbschläge. Genau, das warst du bei den Sulmtalern. Genau, ähnlich wie bei den Sulmtalern. Aber das ist ganz normal, das gehört so beim Farbschlag lachsfarbig, ist eben die Henne typisch lachsfarbig, wie man sich halt vorstellt, und der Hahn eher dunkler. So eine Zuchtgruppe von Lachshühnern ist im Freigelände in der Regel eine friedfertige Bande. Rassetypisch ist die Gelassenheit und das behäbige Verhalten. Die deutschen Lachshühner können ihre Vorfahren nicht verleugnen, nämlich die französischen Faverolet-Hühner, bei denen es sich um eine ausgesprochene Mastrasse gehandelt hat. Auch heute gibt es die original französischen Faverolets noch, allerdings unterscheiden sich diese mittlerweile sowohl in der Farbgebung als auch in den Körpereigenschaften. Das moderne deutsche Lachshuhn wird oft nicht mehr als reine Mastrasse angesehen, sondern vielmehr als Zweinutzungsrasse, weil auch die Legeleistung bei den Hennen gar nicht so schlecht ist. Dazu aber später nochmal mehr. Als eigenständige Rasse, die offiziell vom französischen Faverolet-Huhn getrennt gezüchtet wird, gibt es das deutsche Lachshuhn seit 1912. Damit ist die Rasse nun deutlich mehr als 100 Jahre alt. Die Lachshühner heißen Lachshühner, weil sie lachsfarbig sind, aber was ist denn jetzt eigentlich die Lachsfarbe genau? Es handelt sich bei der Lachsfarbe im Grunde genommen um eine starke Aufhellung der Wildfarbe, kombiniert mit einem Silberfaktor. Als Küken sind beide Geschlechter hellgelb, allerdings werden die Hähne dann mit zunehmendem Alter immer dunkler, weil nämlich das männliche Sexualhormon die Wirkung des Farbunterdrückergenes aufhebt. Das ist der Grund, warum Hennen und Hähne so unterschiedlich gefärbt sind. Bei den auf den ersten Blick recht ähnlichen Sulmtalern passiert übrigens ganz was Ähnliches, allerdings auf Basis von einem Goldfaktor, nicht wie bei den Lachshühnern auf Basis von einem Silberfaktor. Generell haben die Lachshühner so manche interessante Sondereigenschaft zu bieten, aber dazu erzählt uns jetzt noch der Züchter mehr. Was bei den Lachshühnern natürlich auf den ersten Blick ins Auge fällt, sind die Bärte. Aber es gibt bei der Rasse noch ein weiteres recht spezielles Rassemerkmal, und das erklärt uns jetzt der Johannes. Genau, es ist zwar nicht auf den ersten Blick sofort zu erkennen, doch die Lachshühner haben um eine Zehe mehr. Es sind vorne ganz normal drei und hinten sind zwei Zehen. Ah, und durch die befiederten Läufe sieht man es erstens schon mal nicht sofort. Genau, sieht man etwas später. Und weil man die Tiere ja normalerweise eher in der Einstreu und im Gras sind. Und ist das jetzt züchterisch irgendwie ein Problem mit der Mehrzähigkeit? Ist das spalterbig oder muss man da irgendwo drauf achten bei der Zucht? Nein, das ist so kein Problem. Mhm. Wichtig ist immer die Zehentrennung zu beachten. Ja? Also es sollen immer weit genug zwei einzelne Zehen sollen sein und nicht einer oder... Ah, der sich dann vorne spaltet genau, oder nicht erst so. Später, ja. Okay. Und jetzt mit Krallen schneiden muss man da dann drauf achten, weil ich vermute mal, der zusätzliche Zeh wird sich nicht gleich abnützen wie die genau, anderen, Genau, er nützt sich auch weniger ab, aber er hat generell ein langsames Krallenwachstum. Es ist eigentlich nicht so, dass man nur den Zeh schneiden muss, sondern das Also du empfindest jetzt persönlich, die hast ja schon seit ein paar Jahren, die Lachshühner, genau. Macht dir keine Probleme jetzt Nein. so in der Zucht. Das ist nämlich auch immer sehr gut zu wissen. Haltung und Zucht der Lachshühner sind nicht sonderlich schwer im Vergleich zu anderen Rassen. Beachten muss man aber natürlich, dass die Tiere recht groß und schwer sind. Das fängt schon bei der Fütterung an. Füttert man die Lachshühner zu reichhaltig, verfetten sie schnell und werden dann übermäßig schwer und träge. Dem kann man nicht nur mit einem Ändern des Speisezettels entgegenwirken, sondern auch mit möglichst viel Bewegung in einem geräumigen Stall und in einem großzügigen Freigelände. Rassetypisch für Lachshühner ist, dass die Hennen etwas mehr als 3 Kilogramm Gewicht erreichen, die Hähne schon mal um die 4 Kilogramm. Alles, was darüber ist, ist schon der Beginn von einer Verfettung. Jetzt könnte man natürlich sagen, Mai, das ist halt rassetypisch, die werden halt einfach ein bisschen fester und ja, dann legen die halt zu,
Aber es ist halt gerade in der Zucht schon so, dass die stark verfetteten Tiere dann häufig auch Probleme mit der Fruchtbarkeit haben. Und da dann halt wirklich auch die Bruteier nicht mehr gut befruchtet sind, die Hähne nicht mehr regelmäßig treten und generell die ganze Vitalität der Tiere nachgelassen hat. Also, wenn ihr euch Lachshühner anschafft, auch wenn die recht gemütlich wirken, als bräuchten sie kein großes Freigelände, schaut trotzdem, dass die sich viel bewegen, viel draußen sind und macht ihnen einen möglichst abwechslungsreichen Auslauf. Auf Bauernhöfen können diese Hühner auch sehr gut frei herumlaufen, sie fliegen nicht weg, sind recht standorttreu und kommen meistens immer am Abend von selber wieder in den Stall zurück. Die deutschen Lachshühner gelten übrigens auch als relativ kältetolerant. Die Hähne haben nur einen mittelgroßen Kamm, der also nicht übermäßig groß entwickelt ist und damit auch nicht so stark für Frostschäden prädestiniert ist wie die Kämme bei anderen Hähnen. Und dann sind da natürlich noch die Bärte, die das Gesicht schützen, denn bei anderen Hühnern wären anstelle des Bartes ja Kehllappen. Dann kommen wir jetzt zum Thema Eier und Küken. Die Lachshühner werden ja oft als Zweinutzungsrasse beschrieben, wobei ja, glaube ich, früher war es eher eine reine Mastrasse, oder? Genau, ursprünglich wurde es als Mastrasse gezüchtet, ist aber jetzt ein Zweinutzungshund. Das heißt, die Legeleistung kann dann eigentlich auch gar nicht so schlecht sein. Die Legeleistung liegt bei ungefähr 150 Eier im Jahr. Das geht für eine alte Rasse eigentlich recht gut, ja, oder? Ja. Und ich nehme mal an, die legen dann auch wie andere alte Rassen im dritten, vierten Jahr noch ganz okay, oder? Genau, ja. Ja. Das heißt schon nach, aber es ist okay. Also ich denke mal, das muss man auch immer berücksichtigen, wenn man sich solche Turbo-Hybrid-Hühner holt. Klar legen die im ersten Jahr richtig viel und vielleicht geht es auch im zweiten Jahr noch, aber spätestens im dritten oder vierten Jahr haben die Pulver schon großteils verschossen und das hat man halt bei so nachhaltigen Rassen nicht. Und so sehen jetzt die Eier von den deutschen Lachshühnern aus. Das hier sind Bruteier, drum ist etwas draufgeschrieben, das macht man eben einfach bei Bruteiern, um zu wissen, wann das gelegt wurde und so weiter. Ja, und auch der Vergleich mit dem Ei eines Hybridhuhnes, der kann sich sehen lassen. Natürlich ist hier jetzt das Lachsei im Vordergrund und wirkt dadurch noch ein bisschen größer. Und aus den Eiern schlüpfen dann solche Küken. Die habe ich beim Johannes gefilmt. Die waren schon einige Tage alt und hatten schon die ersten Federchen. Da sieht man dann auch bei den Küken bei beiden Geschlechtern ein bisschen Pigment. Also das muss jetzt nicht unbedingt zwangsläufig so sein, dass das Hähne werden. Und ihr habt schon einmal bei Happy Huhn Lachsküken gesehen. Und zwar beim Kükenspezial, das ich mit Angelika gemeinsam mache. Im ersten Teil des Kükenspezials habt ihr Lachsküken an ihrem ersten Lebenstag gesehen. Die hatten schon die Bärte und die typischen befiederten Läufe oder in dem Fall beflaumten Läufe. Jetzt sind die beiden Lachsküken aus dem Spezial 11 Wochen alt, sehen jetzt schon so aus. Richtige Lackel sind das geworden, wie man in Tirol sagt. Und interessant auch die Farbgebung. Die ändert sich noch immer deutlich bis hin zum erwachsenen Hahn. Momentan wirkt alles noch sehr gemischt, bis es dann klarere Farbabgrenzungen werden. Beim ausgewachsenen Hahn ist es dann wirklich ein prachtvoller Anblick. Mir gefällt es auch immer so, dass der Bart deutlich dunkler ist als der Halsbehang, der relativ hell ist ansonsten. Ja, ihr merkt, das wird schon wieder ein recht langes Rasseporträt, aber gerade bei den Lachshühnern gibt's auch wieder so viel interessante Dinge zu berichten, da kann ich einfach nicht so schnell auf den Punkt kommen. Zum Beispiel gibt's von den Lachshühnern auch eine sehr interessante Zwergform, die gar nicht so wenige Leute züchten, wie mir in den Kommentaren aufgefallen ist, zu anderen Videos. Die Zwergform wurde in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelt und die Hähne erreichen etwa 1,2 Kilogramm, die Hennen einen Kilogramm Gewicht. Erstaunlich gut ist die Legeleistung der Zwerglachshühner. Viele Stämme sollen sogar deutlich besser legen als die großen Lachshühner. Überhaupt gelten die Zwerglachshühner als sehr wirtschaftliche Rasse, die sogar als Zweinutzungsrasse gelten kann, was bei Zwerghühnern eher selten der Fall ist. Die Zwerge, die ich euch hier zeige, sind jetzt gerade nicht ganz perfekt. Die stehen kurz vor der Mauser und zum Beispiel ist die Laufbefiederung nicht mehr so gut. Die Lachsfarbe findet man übrigens nicht nur bei den Lachshühnern und den Faverolles, sondern auch bei einigen anderen Hühnerrassen. Sehr putzig fand ich zum Beispiel diese lachsfarbigen Zwergkuchen, die letztes Jahr bei Johannes Janus herumliefen.
Echt niedlich. Ja, und ich selber hatte ja auch mal Serama und da waren auch zwei Hennen dabei, die in etwa lachsfarbig waren. Nur ist das bei den Serama halt nicht genetisch so fixiert und es kommen immer noch verschiedene Modifikatoren ins Spiel. Ja, das deutsche Lachshuhn war wieder ein sehr schönes Porträt, hat mich sehr gefreut, über eine so historisch auch wertvolle Rasse ein Rasseporträt zu machen. Ich bin mir sicher, die Lachshühner werden weiterhin viele Fans haben. Ich danke euch fürs Zuschauen und Johannes, dir sage ich Dankeschön, dass ich wieder da sein durfte. Gerne, Auch ich habe momentan einen halbwüchsigen Lachshahn bei mir im Garten rumlaufen. Warum das so ist, davon berichte ich euch in der nächsten Folge von Happy Huhn. Ich wünsche euch allen jetzt noch frohe Ostern und wenn ihr das Happy Huhn Buch noch nicht vorbestellt habt, macht das, denn dann bekommt ihr es innerhalb der nächsten 2 Wochen. Ich habe meine Autorenexemplare schon. Der Legolas, der will jetzt runter. Und ja, also es ist echt ein schönes Buch geworden, glaube ich, mit vielen Fotos. Ich blätter da mal so ein bisschen durch für euch. Zu viel möchte ich euch ja nicht verraten, aber es sind sehr viele Bilder drin, sehr viele Rassen und eigentlich so die Happy-Huhn-Philosophie, wie ihr sie auch aus den Videos kennt. Genau, also macht's gut und frohe Ostern. Ja, hallo. Ah, und ich kriege hier noch Besuch. Die Pink möchte auch in die Kamera. Die kennt ihr vielleicht auch schon vom Kunstblutküken-Spezial, aber ich verrate ja schon wieder viel zu viel von der nächsten Folge.